Härchen. So, ich gehe zurück zu meinem Chart, den kann ich hier oben, kann ich ihn mir aussuchen und habe dann wieder meinen Chart direkt. Wenn ich diese ganzen Tools nicht haben möchte oder nicht benötige, können wir wieder auf unseren Start-Button zurückgehen, also den wir am Anfang für das Vollbild genutzt haben. Wenn wir da draufklicken, lässt sich hier alles einstellen, was ich in der Plattform haben möchte oder nicht haben möchte. Ich kann die Charts aktivieren und deaktivieren. Click and Trade, das finde ich hier oben nochmal ganz kurz. Das sind Quick Trade Fenster. Den Kalender, wenn ich den nicht haben möchte, nehme ich ihn raus. Wenn ich ihn möchte, füge ich ihn ein. Genauso auch eben unser Terminal hier unten. Also beziehungsweise, was heißt hier unten? Hier oben meinte ich, also unseren Instrumentenbaum. Den Traders Talk, die Statistiken, schwebende Aufträge. Wenn ich immer nur kurz trade, kann ich die auch hier rausnehmen, hier unten. Unsere offenen Positionen, unsere Videos, unsere Nachrichten und so weiter. Also es lässt sich sehr individuell einstellen und die einen mögen es lieber etwas, ja, ich sag mal spartanisch, also sehr, ja, einfach nur das Wichtigste in der Plattform, was eben zum Handel benötigt wird. Die anderen haben gerne die eine oder andere Funktion extra noch mit in der Plattform. So, ich gehe hier mal raus. Im Anschluss an eben, ja, unsere X-Station hatte ich ja versprochen, noch mal kurz auf X-Social einzugehen. Das mache ich jetzt auch. Es lässt sich direkt hier mit diesem roten Button auf, also öffnet sich auch so ein schon Schiebefenster wie auf der anderen Seite. Und da kann ich jetzt einfach auf X-Social gehen. Was ist X-Social? Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht noch ganz neu sind, was das Thema angeht und sich noch nicht sicher sind, wie sie denn jetzt welche Position öffnen möchten oder sich noch nicht sicher sind, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Position so, müsste sich long oder short zu öffnen, gibt es das X-Social. Das ist ein Sozi ja, ein Social, eine Social Trading Möglichkeit, das heißt Trader für Trader sozusagen. Also man kann hier verschiedene Trader aus verschiedenen Ländern kopieren oder wenn eben die Performance des Traders mir nicht gefällt, auch kontra kopieren. In der Traders Liste finde ich alle möglichen verschiedenen Trader und sehe, in welchen Instrumenten sie aktiv sind. Habe hier nochmal so eine Statistik über die Trades und auch hier nochmal prozentual zusammengefasst, wie sie denn abgeschnitten haben. Die Marktstimmung zeigt mir, was momentan aktuell am Markt so los ist. Also in was wird besonders, in welchen Werten wird besonders viel gehandelt derzeit, wo wird besonders viel gekauft oder verkauft. Wie sind so die Gewinner und Verlierer aufgeteilt in dem Ganzen? Hier unten kann ich mir meine Periode einstellen, wie auch in der X-Station, um das Ganze, ja, nochmal mir einen Überblick zu verschaffen. Und auch wenn ich jetzt nur einzelne Werte von einzelnen Ländern handle, kann ich diese hier aktivieren und deaktivieren, einfach mit einem Klick. Ich gehe nochmal zurück zur Traders-Liste oder Trader-Liste hier oben. Wenn mir jetzt Trader 120 besonders gut gefällt, na gut, er hat 25%, in dem Fall, naja, gefällt mir das jetzt nicht so gut, gehe ich auf Kopieren. Na, genau. Dann öffnet sich wieder ein separates Fenster, dort kann ich mir aussuchen, ich kopiere diesen Trader, weil er besonders gut
oder weil mir sein Trading besonders gut gefällt, oder ich kontrakopiere ihn, weil ich gegen oder weil ich immer das Gegensätzliche tun will, was er gerade tut. Das Ganze lässt sich dann entweder automatisch, also auf Art, ja, als eine Art Expert Advisor oder beziehungsweise automatisierten Handel einstellen, oder ich kann das Ganze manuell machen und stelle dann hier ein mein Volumen, das ich handeln möchte pro Position, oder halt auch beispielsweise meinen maximalen Totalverlust oder mein maximales Totalvolumen. Das kann ich hier nochmal gesondert einstellen. Jetzt mal auf Abbrechen. Hier drüben Statistiken nochmal zu dem Trader, den ich mir hier markiert habe. Wie hat er so abgeschnitten jetzt hier im November 2013 bis Januar? Sehe seinen Profit, seinen Verlust, sehe auch hier nochmal seinen Durchschnittsverlust, seinen Maximalverlust und so weiter. Also wirklich alle Informationen, was er so die letzte Zeit getradet hat. Das sehe ich hier alles nochmal. Auch hier wieder Periode einstellen, wie wir das so kennen. Provider zeigt uns nochmal ein paar genauere Informationen zu dem Ganzen. So, das ist so seine Kontohistorie. Ich habe das jetzt mal ein bisschen größer gezogen, damit man es besser sieht. Da sieht man die Historie dieses Traders, was er so an Gewinnen hatte, beziehungsweise an Verlusten hatte in der letzten Zeit. Und auch hier sehe ich seine offenen Positionen, um mir da nochmal einen Überblick zu verschaffen, ob ich das jetzt, ob er derjenige ist, den ich kopieren oder kontrakopieren möchte. So, ich zeige Ihnen nochmal kurz, wie man auf Trading Central kommt. Trading Central. X-Social, verzeihen Sie mir vielmals. Hier unten, also dieser Button ist immer gleich, so wie auch der. Und hier finde ich X-Social. Einfach hier unten. Moment, machen wir nochmal. Hier unten auf den roten Button auf der linken Seite, unten, und dann in die Mitte auf X-Social. Dann öffnet sich dieses Fenster. So. Ich mache jetzt mal ganz kurz, ich kopiere ihn jetzt mal, oder ich kontrakopiere ihn jetzt mal kurz. Gehe hier auf manuell, sag okay, damit man das hier sehen kann. Im Trader-Portfolio sehe ich alle Trader, die ich derzeit kopiere oder kontrakopiere. Kann die hier einfach wieder rauslöschen, aktivieren oder auch deaktivieren. Werde jetzt gefragt, ob ich das ausschalten möchte. Ja. Er fragt mich nochmal. Jetzt ist es ausgeschaltet. Also das heißt, er wird nicht mehr automatisch handeln. Das mache ich zu, beziehungsweise schließe es auch. Dann ist das Ganze aus der Liste verschwunden. Wenn ich jetzt hier einen Trader kopiere, kann ich das mit offene Position und Kontohistorie ist eben wieder, also hier sehe ich meine offenen Positionen, die durch dieses Kopieren oder Kontrakopieren entstanden oder geöffnet wurden. Und hier sehe ich die, die bereits wieder geschlossen sind. Also nochmal in der Historie. So. Das lässt sich natürlich auch wieder schließen und wieder öffnen, so wie ich das gerne haben möchte. Auch hier lässt sich das Ganze nach meinen Wünschen gestalten, wie es mir am besten gefällt. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz auf den X-Store. Auch hier wieder unten links auf den roten Button und dann auf meinen X-Store. So, öffnet sich der X-Store hier im Browser. Ganz kurz, was ist der X-Store? Also der X-Store, dort finden Sie alle möglichen Apps und Entwicklungen von Profi-Tradern oder auch von Programmierern.
die eben das Handeln auf der X-Station erleichtern sollen. Sie können eigene Ideen einbringen, die dann eventuell zu einer App programmiert werden. Also ganz wie sie das möchten. Also findet man hier oben Find a Developer. Oder wenn sie eine Idee haben. Oder auch hier, wenn sie selbst Entwickler sind. Also dort kann man auf jeden Fall einige nützliche Utensilien oder Tools für eben die Plattform finden. Einfach mal, also es lohnt sich allemal, einfach mal drauf zu gehen und zu schauen, was denn so aktuell im Sortiment ist. Hier oben sehen Sie, ich wurde gefragt, ob es eben diese Seite auch auf Deutsch gibt. Wenn ich auf der Seite bin, sehe ich hier oben eine amerikanische Flagge, kann hier auf die deutsche klicken und das Ganze erscheint auf Deutsch. Auch hier dann, wie eben auch die einzelnen, wenn ich jetzt mal drauf gehe, die einzelnen Erklärungen zu dem Ganzen. Also das lässt sich hier oben ganz einfach auf Deutsch auch umstellen. Das ist gar kein Problem. So, dann mache ich das wieder zu. Gehe zurück zu meinem X-Station-Demo. Und während ich Ihnen X-Social erklärt habe, ich gehe wieder zurück auf Forex, um meine Plattform wieder zu sehen. Während ich Ihnen X-Social erklärt habe, ist meine Pending Order in Kraft getreten. Wie Sie sehen, also sie ist nicht mehr in den schwebenden Aufträgen, sondern jetzt in meinen offenen Positionen. Und auch hier einfach wieder schließen. So, was haben wir jetzt hier? Natürlich ist es auch in der Kontohistorie gleich mit aufgeführt. So viel erstmal zur Plattform im Großen und Ganzen. Am Anfang ist es immer sehr viel Information. Sollte es noch Fragen rund um die Plattform geben, können Sie mich und meine Kollegen jederzeit telefonisch erreichen. Also wir beantworten Ihnen die Fragen gern und eben zeigen Ihnen das auch gern nochmal in der persönlichen Plattformeinführung. Das ist gar kein Problem. Einfach kurz anrufen, kurze E-Mail, dann helfen wir Ihnen weiter. So, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auf unsere weiteren Webinare eingehen. So, die zeige ich Ihnen noch mal. Weitere Webinare, also natürlich können Sie auch gerne noch mal dieses Webinar besuchen, so oft Sie möchten. Können Sie einfach sich auch für die neue X-Station nochmal anmelden. Des Weiteren handeln mit dem MetaTrader oder unserer Optionsplattform X-Option. Ganz neu unser X-Station-Webinar mit den Indikatoren und Oszillatoren. Dort geht mein Kollege nochmal genauer darauf ein, wie man diese verwendet, was die Oszillatoren und Indikatoren denn aussagen. Ist für den Anfang vielleicht immer ganz interessant, kann man sich mal anschauen und demnächst wird es auch ein Risiko-Money-Management-Webinar geben, um eben da nochmal ein bisschen Sicherheit eben zu bekommen, was das Risiko-Money-Management angeht. Nochmal kurz meine Kontaktdaten. Mein Name Michelle Finlay, ich bin Junior Sales Specialist im Haus XTB. Sie können mich und meine Kollegen jederzeit gerne telefonisch erreichen. Ich werde es auch noch einen Moment auflassen. Ja, warum XTB? Sie können jede Option, die wir haben, jedes Webinar, Seminar, jede Plattform, jeden Kontotyp bei uns alles kostenfrei nutzen. Auch die Analyseplattform Trading Central, die ich Ihnen gerne nochmal erkläre. Hierzu einfach kurz bei mir melden, dann erkläre ich Ihnen die sehr, sehr gerne.
gibt es bei uns einen kostenfreien Zugang für jedes Live-Konto. Jeder Kunde hat bei uns einen persönlichen Ansprechpartner, der auch immer direkt für diesen Kunden erreichbar ist. Also auch in dem Fall, wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne melden. Individuelle Plattformeinführung, wie ich eben schon angesprochen hatte, gibt es noch irgendwelche Fragen zur Plattform, zur X-Station? Können Sie jederzeit sich bei uns melden und wir erklären Ihnen das Ganze auch gerne nochmal über den Teamviewer in einer persönlichen Plattformeinführung. Ja, mir bleibt in dem Sinne noch zu sagen, Konto eröffnen, alles testen und dann entscheiden Sie, ob Sie bei uns handeln möchten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an XTB und freue mich, oder wir freuen uns, ja, bald von Ihnen zu hören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiederhören.